Ich bin in Palma Nova, im Südwesten von Mallorca, zwischen Santa Ponsa und Palma gelegen, direkt an der Playa hier fahre ich entlang und setze meinen weiteren Weg gleich per Rundgang fort. Freue mich, dass möglichst viele Zuschauer dabei sind. Dort ist richtig lebendig, richtig gut besucht, also Action ist angesagt. Blauer Himmel noch, aber der Tag neigt sich dem Ende. Wir gehen den Sonnenuntergang entgegen sozusagen. So wünsche ich ganz viel Spaß bei diesem Video auf Georgis Kanal.
Und da bin ich am Strand angekommen. Es gibt zwei Strände hier, zwei große. Es gibt auch noch kleinere, aber bedeutend sind dieser und der dahinter. Dieser hier ist der Escarregador. Die Leute haben überwiegend den Strand verlassen. Hier sitzen welche am Tisch und haben sich das gemütlich gemacht. Auch eine Variante. Hier eine bekannte Strandbar, die auch noch einigermaßen gut besucht ist am Abend. Na klar, jetzt will man sitzen mit dem Blick aufs Meer. Es ist warm, wir haben immer noch 28 Grad. Die Wassertemperatur hier weit über 20 Grad, also richtig angenehmes, warmes Wasser. Und der Strand ist sauber. Palma Nova gehört ja zur Gemeinde Calvia.
hier nochmal der Name, den ich eben schon erwähnt habe, von dem Hauptstrand hier in Palma Nova. Selbstverständlich haben alle Läden geöffnet. Die Clubs, die erst später öffnen, haben Leute rausgestellt, die die Kunden werben, die Gäste werben für spätere Stunden. Wir haben hier nicht nur viele Engländer, wir haben hier alle möglichen Nationen, auch viele Spanier, die hier zu Hause sind oder ihren Urlaub hier verbringen. Und das ist der Hauptstrand von Palma Nova. Und hier ist richtig Sport angesagt. Hier wird gebeacht, Beachvolleyball gespielt. Viele junge Leute haben hier richtig Spaß.
Ja, auch hier an den Pavillonen herrscht reges Treiben. Hier vorne ist noch ein großer Beachclub mitten auf dem Strand. Auch der, da ist immer richtig gut was los. Da geht es ja schon Richtung Magaluf. Wenn man hier den Strandweg entlang weitergeht. Die Busse fahren hier den ganzen Tag in regelmäßigen Abständen Richtung Palma und auch Richtung Santa Ponsa, Richtung Landesinneren, Richtung Calvia auf jeden Fall auch.
immer mehr Lichter gehen an. Es wird später und später. Wir sind jetzt nach 21 Uhr. Die Sonne ist untergegangen. Die Restaurants sind jetzt voll. Zumindest die, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten, sind richtig gut besucht. Hier mache ich jetzt einen Schwenker noch mal kurz zur sagenhaften Minigolfanlage, dem Fangolf. Die schließen jetzt bald, das heißt, die lassen jetzt keinen mehr rein, weil man schon für einen Rundgang wohl circa eine Stunde benötigt, macht man dann rechtzeitig die Tore zu und lässt die Leute nur noch raus. Bis 22 Uhr ist hier Betrieb auf der Anlage. Alle schick beleuchtet mit neuer farbiger LED-Technik. Das ist ja der Trend. Dazu hochwertige Geschäftseinrichtungen. Ja, hier endet der Rundgang so allmählich. Ich freue mich, dass so viele Follower dabei sind und auch immer wieder ihre Kommentare abgeben. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für all die freundliche Unterstützung. Hier zeige ich nochmal ein paar schöne Pflanzen. Ja,
Ich sage für hier und heute aus Palma Nova tschüss, adios und bye bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal. Servus. Thank you.